Hi Leute, Zenex hier und willkommen zurück bei Valkyria Chronicles. Ich weiß, ich habe in der letzten Episode ein bisschen gehetzt beim Kampf. Ich wollte es einfach so schnell wie möglich noch durchbringen, damit die Episode nicht zu lang ist, aber jetzt, ganz in Ruhe, geht's weiter in Defense of Brule mit der ersten Zwischensequenz, die heißt Home. Viel Spaß! Seeing that old mill spinning again really makes it feel like home sweet home. I hear that. It really is one of the most beautiful things about this town. Well, citizens, our enemy can't be far behind. I thank you for your help. Goodbye, and take care. How's the packing coming along, Ys? Almost done. I only need to take the everyday basics. Well, the Empire's got to be close by. Let's hit the road by sundown. Martha, look! Welks is here! Oh! Welcome back, Welkies! You're still calling me that? Martha, I'm 22 years old. And more important, you shouldn't be running around. Aren't you due any day now? Oh, a light jog won't hurt the little spud. I should know. I've already had four of them. Hello there. Is Welkin in? Oh, hello, Alicia. What brings you here? I just wanted to apologize. For before. Here. This is for you. Really? These are for me? I work at the bakery. Well, I did until the war started anyway. It's where I live, too. That's preserved bread, so it's pretty hard. Heat it up before you eat it, all right? I baked it myself, so the flavor's guaranteed. Best you ever had. Thanks. Do you want to come in? Arrested and shot at? You've had a busy day of it, haven't you, Welkies? And what a lovely lady you are for all that adventuring. Good job, Welkies. What? Wait, no, it's not like that. Alicia just saved my skin, that's all. He's right, we just met. I'm not his girlfriend, just his hero. Although I'm really hoping to be his friend. Oh, well, I'm sure you will. Be good to my Welkies here, won't you? Okay, seriously, Martha. Enough with the Welkies already. That's a lovely portrait. Is that General Gunther? Yep. It was taken before I was born. But that's Dad. That's Dad? You're a lucky guy. And who's that with him? My father, Tamer. He was an engineer. The General's tank was his creation. Wait a minute. But I thought the General was your dad. My birth parents died when I was a baby. The General was kind enough to take me in as his own after that. Yeah. We're not related by blood, but she's definitely my little sister. Sorry, was that question too personal? No, I don't mind at all. I was blessed with two wonderful fathers. Yeah, I guess you were, huh?
Oh, is that really the time? I've got to get going. Why don't you see her off, Welks? I can take care of the rest of this on my own. All right, I will. I'll be right back. See you later, Isara. Safe travels. Viel Stuff. Kurze Zusammenfassung im Prinzip. Ja, alles für die Feuereierkuchen zwischen Alicia, Isara und Welkins. Welkin. Ja, dann waren sie bei Isara zu Hause, das alte Zuhause von General Gunther. Das ist der Vater von Welkin. Jetzt, wie der eigentliche Vater von Isara heißt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber im Prinzip sind Welkin und Isara gar keine Blutsgeschwister. Eher so Stiefgeschwister. Ja, jetzt musste Alicia aus Zeitgründen wieder weg und Welkin geht mit. So, ich denke mal, das reicht so als Zusammenfassung. Weiter geht's. Wow, look at this. Brule's really becoming a ghost town. They've been leaving for a while. Just about everyone is evacuated by now. You can't blame them. Tensions are rising with the Empire. We'll survive. The town watch will guard and protect the home front. Everyone will come back someday. They'll come back when it's safe again, right? Mm-hmm. So, Welkin, I'm curious. Are you gonna join the army like your father? I don't think that's for me. What I'd really like to do is be a teacher. Huh. A teacher? Yeah. Animals and insects, flowers and plants, they've always been my passion. I've learned a lot from nature. You see, my dad, he protected this country as a general, but it's just that I want to give back in my own way. My own way, you know what I mean? I think I do. You're sure about it? Mm-hmm. Wow, that's deep, in your own way. Uh-oh. What was that? That sound. Oh no, die Mühle. Oh shit. Das Imperium ist da. I don't believe it. The mill. Miss Melchior, the Imperials are attacking. There's a squad of them in town right now. Get all the town watch together now. We've got to fend them off. They must be at Mill Plaza. I'll help. Thanks, Welkin. Now move out. Stay low. Kriegen wir hin, würde ich sagen, oder? Auf zur nächsten Mission, die wir auch spielen. Defense of Brule. Let's go. Auf zur Mill Plaza, also den Platz mit der Mühle. I'll explain the mission. Okay. Dabei muss ich es eigentlich erklären. Aber wie gesagt, nur ganz kurz. Das Imperium startet oben bei dem Windmill Plaza, also bei dem Platz mit der Windmühle. Wir starten im Süden, also von unten starten wir und im Prinzip gleiche Vorgang wie vorher auch. Wir müssen uns die Deckung nehmen, in Schutz gehen und müssen versuchen, das Imperium zurückzudrängen und die Gegner zu besiegen. Das Einzige, was jetzt neu dazu kommt, ist, dass wir die Gegner natürlich nicht alle sehen, weil wir sie nicht sehen. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Victory, the enemy leader is defeated. Es gibt einen Leader. Wenn wir den umbringen, war es das. Dann müssen wir müssen nicht alle Gegner töten. Und Failure Conditions sind dieselben wie eigentlich immer. Okay, let's begin.
It's up to us to defend Brühl. Alles klar. Dann starten wir mal. Und was ich meine mit den Gegnern, die wir nicht sehen, sehen wir nicht. Erkläre ich gleich. Focus on taking down their captain. Breaking the chain of command should at least buy some time for the townspeople to get away. All right, I got it. Let's all be careful out there. Got a second? Listen close and I'll explain. Wieder was zu erklären? Kurzerklärung nur, dass nachdem eine Runde vorbei ist, wird man kurz hochgeheilt, also ein bisschen hochgeheilt. Okay, was ich sagen wollte. Im Gegensatz zum anderen Level vorhin, gut, das war vorhin auch ein offenes Gebiet, in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade zeige, können auch Gegner sein. Bloß sie sehe ich einfach nicht, weil sie nicht in meinem Sichtfeld sind. Diese beiden Gegner sind in meinem Sichtfeld, deswegen sehe ich sie hier. Also es sind nicht die einzigen Gegner, mit denen wir hier zu tun haben. Das meine ich damit, mit Gegnern, die wir nicht sehen, sehen wir nicht. Alles klar, Welcome. Schnell nach vorne rennen, nicht so viel Schaden kriegen, alles klar. Jo. Sichtlinien, Blickfeld, genau das, was ich im Prinzip gerade meinte. Crouchen und schießen. Wir können mit der L- und R-Taste können wir... Ja, der sagt mir hier nochmal genau das, was ich alles schon im Prinzip gesagt habe. Ich klicke es mal schnell weg. Wenn ich L1 oder R1 drücke, kann ich zwischen den Gegnern, die ich sehe oder gerade im Visier habe, wechseln. Wie ihr seht, der ist weiter weg, deswegen brauche ich da 9 Treffer, um zu killen. Das hat aber nichts damit mit der Entfernung zu tun, das hat damit zu tun, dass er hinter der Deckung ist. Der ist nämlich gehockt, genauso wie ich es bin. Der links braucht 7 Treffer, er ist nicht hinter der Deckung, weil er nicht hockt. Und ich kann ihn versuchen, mit einem Kopfschuss auszuschalten. Ich gehe wieder so ein bisschen weiter nach unten, hoffe, dass ich, wenn ich nicht den Kopf treffe, dass ich wenigstens seinen Körper treffe. Oh, Welcome, du bist so ein schlechter Schütze. Unglaublich. Deswegen schnell enturn, weil jetzt greifen die Gegner die ganze Zeit an. Enturn, dann hören die auf. Als nächstes, ich gehe mit den Town Watchmen nach vorne. Auch hier crouch ich. Kurz hinhocken. Schießen, Treffer, erledigt. Stand. Hinter die nächsten Deckung rennen. Vielleicht den Gegner sehen irgendwo. Nee, okay. Schnell beenden, damit wir nicht noch mehr AP verlieren. Gut, als letztes mit Alicia noch nach vorne. Also hier macht es wirklich Sinn, mit allen Charakteren zu rennen. Einfach um ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Ich renne mit ihm nach vorne, mit ihr nach vorne. Bleib stehen, war jetzt gar nicht unbedingt gewollt. Ist aber auch nicht schlimm. Da er in der Deckung ist, wird es für uns immer schwer, den zu killen. Deswegen hoffe ich, dass ich... Ja, sehr schön. 5 Treffer. Und Alicia duckt sich automatisch. Hat sie gut gemacht. Ist Zufall im Prinzip. Ich will wenigstens noch crouchen und enter. Das ist halt eine Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach in Deckung geht in dem Moment, wo sie angegriffen wird. Machen nicht alle. Okay, Enemy Phase. Enemy hat 5 Command Points und benutzt einen und wir greifen alle an und treffen ihn leider nicht zum Tod. Also, wir treffen ihn nicht so tot. Erledigen leider nicht. Schade. Jetzt zurück und ein noch. Ah, ein Treffer, Alicia. Ein Treffer. Alles klar. Wir bleiben in Deckung. Aber jetzt seht ihr, wenn die Gegner sich bewegen, greifen unsere Leute automatisch an. Ist ja klar. Und, okay, kann Alicia wegstecken. Alicia kontert. Mit 4 Treffern. Auch knapp. Schade. Reicht nicht. Er hat noch 3 Command Points. Benutzt noch einen. Da kommt er noch mit einem nach vorne. Und Alicia duckt sich wieder. Sehr schön. Kann natürlich jetzt auch kontern. Und der ist in der offenen Sichtfeld. Er ist nicht in Deckung. Er ist nur ein bisschen weit weg. Und auch ihn haben wir fast erledigt. 3 Stück fast down. Die restlichen 2 Command Points hat er aufgehoben. Weiter geht's. Als nächstes starten wir erstmal mit dem Town Watchman. Gleich zum Schießen gehen. Und wir versuchen, ihn hier zu erledigen. Und es reicht. Sehr schön. Nummer 1 ist down. Jetzt rennen wir gleich nach vorne. Gegner muss nachladen. In der Zeit können wir schnell in Deckung gehen. Und enter. Gut. Als nächstes gehen wir mit Welcome. Stürmen wir nach vorne.
4-mal geschossen. Er muss nachladen. Ich gehe hier hin. Entdeckung. Und schieße. Ein Schuss reicht. Und er trifft. Sehr gut. Wir können mit Welkin aber noch gehen. Deswegen gehen wir bis zur nächsten Deckung vor. Den Gegner haben wir noch im Prinzip, nicht gelootet, aber wenn wir zur Leiche gehen, dann nehmen wir sie quasi mit. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, ob es wirklich looten ist in dem Sinne, aber es macht immer Sinn, Leichen von Gegnern, die wir auf dem Weg haben, darüber zu rennen, dann nimmt man sie mit. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was für ein Vorteil das war. Werden wir noch sehen, denke ich. Auch hier eben schnell über die Deckung gehen, sehr schön. In Deckung gehen und den letzten kriegen wir auch noch ohne Probleme mit einem Headshot. Sehr schön. Ist gerade kurz der Sound weg gewesen. Okay, ich hatte gerade kurze Angst, dass irgendwas ist. Aber ist alles gut gewesen. Okay, das war's. Ich bin hier, glaube ich, irgendwie an mein Lautstärkerad gekommen. Deswegen war das Tongrad für mich kurz weg. Ich hoffe nicht, dass mein Aufnahmegerät wieder Probleme macht. 7 Command Points und er macht nix. Schon mal gut. Dann versuchen wir uns mit unseren Leuten erstmal wieder in Formation zu stellen. Welkin! Ab nach vorne, würde ich sagen. Crouch. Und wir haben hier nur noch einen. Und das ist der Captain. Das erkennt man daran, dass er oben links so ein Command-Point-Symbol hat. Das sind immer besondere Einheiten. Welkin und Alicia haben das auch. Bei den Gegnern erkennt man daran meistens immer, dass das irgendwelche Captains sind oder Commanders sind. Wir rennen mal weiter. Versuchen ihn natürlich jetzt mit allen dreien irgendwie noch zu erledigen. Crouch. R1. So viele Schüsse braucht er nicht mehr. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sehr schön. Und der Commander ist down. Mission nicht zu Ende? Oh no. Das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Ein Tank. Ein Panzer. Oh shit. Ja, vor so einem Panzer sollte man eigentlich immer weglaufen, weil bis auf eine bestimmte Klasse an Soldaten sind alle wirklich machtlos gegen Panzer. Es sei denn, man hat irgendwelche Explosionssachen, wie Granaten. Das geht auch noch. Aber mit einem normalen Gewehr, nee, das wird nix. Okay, der Gegner hat 11 Command Points und der fällt jetzt einfach mit dem Panzer auf uns zu. Alicia, entgebt den Ganzen noch. Schieß auf den Tank, bringt nichts. Hinten das leuchtende Ding ist zwar die Schwachstelle, aber... Oh, der Tower Watchman ist fast down. Das leuchtende Ding ist zwar die Schwachstelle vom Panzer, aber sie bringt wirklich nur was, wenn man irgendwelche Granaten oder Raketenwerfer hat, darauf zu schießen. Sonst ist das wirklich immer nur 1 HP, 1 HP, 1 HP. Der hat 1400, hat der Panzer. Macht nicht so viel Sinn. Okay, wir müssen irgendwie da durchkommen, sag ich mal. Mal sehen, wie wir das am besten machen. Denn das ist jetzt eine fortführende Mission. Also das ist jetzt der zweite Teil der gleichen Mission. Genau, Welkin sagt's. Wir haben keine Granaten, nix. Also fliehen. And try to stay behind cover while moving. One blast from that turret and it's over. Alles klar. Welkin reaches the destination point. Also, wir müssen da unten zum Ziel jetzt hinrennen. Hier hin. Haben jetzt 4 Command Points. Das heißt, wir können ein bisschen mehr laufen. Aber wir müssen natürlich versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Und hier sind 4 Scouts. 4 Gegner. Da sollten wir natürlich gucken, dass wir schon irgendwie ein paar davon noch mitnehmen, bevor wir einfach wild oder planlos durchrennen. Deswegen, Alicia. B.
beginnt mal mit dem Ganzen. Und das war ein Fehler. Sehr schön. Ich dachte nämlich, da wäre noch eine Deckung. Die ist da aber nicht mehr. Da hinten komme ich aber noch hin. Ich hoffe es zumindest. Okay, crouchen. Boah, Elisha ist fast down. Puh, das war echt schlecht von mir. Aber dann kriegen wir den jetzt hoffentlich hier down. Wir sind eigentlich nah genug. Drei Kopfschuss. Alles klar. Down ist er und schnell. Ja, Elisha freut sich. Und schnell raus, um noch irgendwie Schaden zu vermindern. Dann gehen wir als nächstes mit dem Town Watchman, der sowieso nicht mehr viel AP hat, los. Und 9 HP. Puh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat noch gereicht. Und versuchen hier jetzt noch irgendwie einen zu erledigen. Ja, der ist nicht in Reichweite, aber den könnten wir glücklicherweise vielleicht noch kriegen. Ah, ein Headshot. Ein HP noch für den Watchman. Und jetzt ist er down. Town Watchman down. Das bedeutet in dem Fall aber, dass er nur retreated. Also er ist nicht komplett tot. Okay, 2 Command Points noch. Das heißt, Welkin, dein Job. Das ist hier wirklich die beste Taktik. Einfach zu rennen. Ich renne mal hier gleich hinter die Deckung. Crouchen. R1. Versuche jetzt den hier zu erledigen. Was kein Problem sein sollte. Ich ziehe trotzdem auf den Kopf. Puh, war sogar noch knapp. Weil er einfach nicht gut treffen kann. Ich könnte jetzt... Weiß nicht, könnte ich schon ins Ziel rennen? Probieren wir mal. Es reicht, Gott sei Dank. Okay, wir sind im Ziel. Kein Problem für uns. Wir haben leider den Watchman verloren, aber naja, ist nur... Es ist noch nicht das richtige Spiel. Also es ist noch ein bisschen so das Tutorial, der Prolog, so der Anfang. Macht noch nicht so viel. Solange wir nicht Elisha oder Welkin verlieren, alles in Ordnung. Okay. I'll head back to my house and grab Isara and Martha, then come back. Be careful out there, Welkin. Alles klar. Rang C. Ja, 4 Runden insgesamt. War so medium gut. Aber am Ende 570 XP. Und 1610 Geld. Ich muss mir echt mal gucken, was das... echt mal erkundigen, was das genau ist. Ich habe jetzt so viele Spielepackungen vor mir. Ich werde es mal gleich machen. Denn, das Kapitel ist eh gleich vorbei und dann beende ich die Episode wieder. Mit der letzten Sequenz, die schon gespielt wurde, das war die Sequenz, wo der Panzer erschienen ist. Deswegen, wir sind jetzt in Chapter 2, auch hier, 23 Minuten ist okay, ich denke, das ist so der Rahmen, wo ich mit leben kann. Hoffentlich ist es nicht für euch zu lang. Deswegen würde ich jetzt sagen, das war's mit dieser Episode, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.